Willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes hier bei Pyrox Games. Ich habe zwei Videos für euch heute im Gepäck. Und zwar das erste Video ist dieses hier. Dabei handelt es sich um einen kleinen Spotlight-Video und ein Spekulationsvideo rund um den bevorstehenden Eventkalender für den Monat April. Und das andere ist, ja, ein kleines Charaktervideo zu dem guten Finn und zu Darth Revan. Das könnt ihr euch angucken mit Details und so weiter und so fort. Klickt einfach oben drauf, wenn euch das eher interessiert. Ansonsten habe ich jetzt hier in diesem Video ein kleines News-Update rund um den Monat April. Und der wird tatsächlich großartig. Ich glaube, er wird großartig und äußerst spannend. Aber warum eigentlich? Also ich fange jetzt erstmal klein an. Ich habe es hier schon auf. Wir haben ein Content-Update heute bekommen mit dem jetzt live gegangenen Rework zu Finn. Das, wie gesagt, ne, kennt ihr. Oben, da gucke ich nochmal drüber, was wie wo das bedeutet. Falls ihr das noch gar nicht mitbekommen habt oder so, das interessiert euch vielleicht auch. Auf jeden Fall, Finn wurde jetzt final generf-bufft. Aber das ist nicht alles. Es gibt, wie gesagt, den April-Event-Kalender und der ist sehr interessant. Da komme ich aber gleich drauf. Und das andere, und das wird jetzt viele von euch freuen. Und zwar gibt es in diesem Update auch einen Überblick über die monatlichen Grand Arena Rewards. Sie haben ja angekündigt, dass sie jetzt die Kadenz der Grand Arena Events deutlich erhöhen wollen und damit einhergehen auch die Belohnungen verändern wollen. Es war bisher nicht ganz klar, ob sie dadurch jetzt mehr oder weniger Belohnung geben. Viele haben schon vermutet, boah, mehr Events, das heißt weniger Loot. Ne? Also, aber ich kann euch jetzt eine sagen, wenn man sich das anguckt, es ist genau das Gegenteil passiert. Es gibt im nächsten Monat, im April, viermal große Arena und die Rewards sind, die Belohnungen sind Wahnsinn! Die sind irre! Die sind wirklich, wirklich, wirklich gut! Die sind brauchbar, die sind cool und deutlich besser als das, was wir bisher aus der großen Arena bekommen haben. Also ich gehe kurz rein, wir haben hier vier Turniere. Im ersten bekommen wir für den Platz oder grundsätzlich 3 Zetas. Das kommt nochmal 3 Zetas beim dritten Event. Ansonsten gibt es hier Charakter-Omegas, Schiff-Omegas. Dazu kommen noch mehr Charakter-Omegas und noch mehr Schiff-Omegas. Und wir haben hier die für das Slicing-Material haben wir hier auch noch diese MK1 Amplifier und die Capacitors. Das sind die, die man braucht, um das Ganze auf dann 6 Dot-Mods, auf 6 Punkt-Mods zu bringen. Davon gibt es 130 Stück auf Platz 1. Das ist verdammt viel und das von beidem. Das ist richtig mega. Und dazu kommt auch noch Loot, richtiger Loot. Also wir haben jetzt hier MK4 Bagdagel, MK8 Biotech-Implantate, aber auch tatsächlich ganz zum Schluss kommen auch die MK5 Stunguns. Sind zwar jetzt leider nur noch 25, das waren ja jetzt auch mal mehr, das waren ja durchaus auch mal 50, aber dafür ist von allem anderen mehr drin. Mehr Omegas, mehr Zetas, mehr Slicing-Mats. Mega krass. Also ich finde es total geil, dass jetzt die Grand Arena ist richtig, richtig gut dabei. Also das lohnt sich jetzt richtig für euch, euch in der großen Arena da auch richtig zu engagieren, weil ihr bekommt dabei was raus. Richtig was raus. So, soviel zum Thema große Arena und die Belohnung dazu. Das andere, das ist eine kleine Geschichte, das ist nämlich der Droideka, ist jetzt in Chromium Packs und in den Shipments erhaltbar, also für Kristalle bzw. in den Charakter Packs drinne. Das wird jetzt gleich interessant werden. Denn, wenn wir uns jetzt den Eventkalender mal angucken, dort fällt als allererstes auf der Login-Charakter. Das ist ja immer das, was uns am meisten interessiert. Und zwar ist das im April der B2 Super Battle Droid. Schon wieder ein Droide? Okay. Ja, was sagt uns das jetzt? Ja, relativ viel und relativ wenig, möchte man meinen. Was das für Spekulationen sind, da komme ich jetzt gleich drauf.
Auf jeden Fall ist das schon ein gutes Indiz für das, was uns vielleicht erwarten kann. Im Großen und Ganzen ist der Eventkalender, ja, es ist ein Heroes Journey April. Das haben ja aber auch schon viele erwartet, nachdem jetzt Darth Revan mit seinem Ancient Journey da rausgekommen ist, kommen jetzt die anderen Heroes Journeys auch. Das heißt also, wir fangen an, erstmal tatsächlich, ganz am Anfang fangen wir wieder an mit einem One Famous Wookiee, also mal wieder ein Chewie-Event. Dann kommt Daring Droid, also wieder R2-D2. Und was jetzt nicht dabei steht, dass dort Commander Luke kommen wird. Also die Heroes Journey ist nicht angekündigt. Aber man kann grundsätzlich davon ausgehen, es kommt nicht nur das Mythic, sondern auch das normale Legendary Event dazu. Also wird hundertprozentig auch Commander Luke dort wieder kommen. Dazu eine Woche später kommt dann Pieces and Plans und Rey Heroes Journey. Hier haben sie es schon drin, also Jedi Training Rey kommt auch wieder im April mit BB-8 Event natürlich. Und ganz zum Schluss, den Abschluss im April, bildet dann wieder Jedi Knight Revan's Ancient Journey. Also Revan, dritte Runde ist jetzt zu farmen. Wenn ihr es noch nicht habt, ihr habt jetzt noch knapp einen Monat Zeit, euch die passenden Charaktere noch zusammenzusammeln. Und ich weiß, dass Mission WoW ziemlich mies droppt. Also solltet ihr, wenn ihr das noch nicht habt und ihr wollt es haben, mit 16 Kantine Energie dauert es relativ lange, sie auf 7 Sterne zu bringen. Alles andere ist relativ human, aber Mission WoW ist echt eine Potsau, was das angeht. Muss ich einfach so sagen. Also, wenn ihr Revan haben wollt und euch fehlt noch Mission WoW, fangt jetzt unbedingt an, sonst schafft ihr es auf gar keinen Fall mehr. Und benutzt am besten auch Energie-Refreshes. Gut, also wie gesagt, die ganzen Heroes Journeys kommen jetzt alle wieder und ich vermisse tatsächlich, das ist was mein persönliches Ding, es ist wieder einmal Chewie dran, davor hatten wir C-3PO, davor hatten wir auch wieder Chewie und das war im, jetzt muss ich mal zurückrechnen, das war so im Januar, also wir hatten Januar, Februar, März hatten wir Chewie und C-3PO und ich vermisse Großmeister Yoda und Imperator Palpatine. Wenn jetzt viele Leute von euch, die jetzt erst relativ frisch dabei sind und noch nicht ein Wookiee oder sowas haben und vielleicht lange Zeit darauf hingespart haben, ey, ich will jetzt endlich Yoda freischalten oder ich will Palpatine dazu holen in mein Team. Ich muss euch leider enttäuschen. Auch im April werdet ihr leider keine Chance dazu haben. Ich hoffe auf den Mai und hoffe tatsächlich dann, dass dort an der Stelle einige Leute auch wieder mehr die Chance haben, auch Großmeister Yoda und auch den Imperator Palpatine zu bekommen, weil das ist mitunter ja durchaus auch nicht gerade unwichtig. Es gibt ja auch Teams, wo die ja wichtig sind, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den Revan anguckt, den Jedi Knight Revan, der da jetzt Ende des Monats kommt. Also schade, große Chance vertan. Ich hätte mir gewünscht, wenn es jetzt nochmal kommen würde, aber okay, so what, ist halt so, können wir nichts dran ändern. Ansonsten haben wir, wie schon erwähnt, wir haben viermal große Arena und wir haben wieder vier Territorialkriege, diesmal zwei normale, also komplett ohne alles und zwei mit Bonusfähigkeiten. Allerdings steht noch nicht fest, welche das sein werden. Da wird aber Capital Games garantiert rechtzeitig noch eine News rausgeben und ihr werdet natürlich auch das sofort bei mir erfahren, wenn da die Boni raus sind. Dann werde ich euch da natürlich up to date auf den aktuellsten Stand bringen. Gut. Okay, Kalender soweit quasi passé. Jetzt kommen wir zum spekulativen Teil, also Miracle. Wir gucken in die kleine Glaskugel und überlegen uns jetzt einmal, was kann denn der B2 Super Battle Droid für uns bedeuten? Ich switch mal eben kurz ins Spiel und wir gucken uns da mal eben kurz an, was denn der B2 so überhaupt hat, macht und kann. Also B2 ist ein großer Teil der Separatisten, Druiden, Armee und Fraktion. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wir haben General Grievous, wir haben die Magna-Wache, wir haben den B2, den kann man farmen. Der B1-Kampfdruide ist neu und der Druidica ist auch neu. Und ich vermute, dadurch, dass ja auch unter anderem hier jetzt der Druidica in den Chromium-Packs und in den Shipments ist und auch der B1-Druide vor ein paar Tagen auch in die Packs und ins Shipment reingekommen ist, vermute ich mal, wir erinnern uns, das letzte Mal, als wir Maquis-Charaktere hatten, das waren die Herrschaften der Alten Republik, also Candorous Ordo, Cassian, nee, Quatsch, nicht Cassian,
Quatscho, Bastilla, Shan Fallen und so weiter. Also die ganze alte Republik, die da rausgekommen ist, die jetzt dann letzten Endes die Voraussetzung für den Darth Revan gewesen ist oder aktuell jetzt noch ist. Wir haben jetzt neue Maquis-Charaktere, Droidica und den B1-Kampfdroiden, die jetzt in den Shipments sind. Das heißt, sie kommen demnächst irgendwann auch frei zum Farmen. Und der B2 Super Battle Droid ist jetzt quasi dann der Login-Charakter für den April. Das ist ja wieder ein Indiz, dass irgendwas mit Droiden kommt oder mit Separatisten oder mit Jedi oder mit Klonen oder mit Galaktischer Republik oder mit vielen anderen Dingen. Also es gibt grundsätzlich jetzt eine Vorbereitung, das ist eine Vermutung von mir, gibt es jetzt demnächst, nachdem es KOTOR Charaktere en masse gegeben hat und tonnenweise Content dafür, wird es jetzt endlich Zeit, wieder was aus der alten, aus der Galaktischen Republik jetzt was zu holen. Was das sein wird, da darf man spekulieren. Ich vermute ja, das ist jetzt meine große Favoriten, mein Favorit, den ich dafür für mich erkoren habe. Wir haben General Grievous als Anführer, wir haben seine Droidenarmee und man braucht sowas ja immer für einen Legendary oder für einen Hero's Journey oder sowas, so einen Maquis-Charakter. Und dann habe ich mir überlegt, was würde denn Sinn machen? Kopfgeldjäger jagen Chewie. Ewoks braucht man, um sich C-3PO zu holen. Moment mal, wer kämpft denn eigentlich immer gegen Droiden? Richtig! General Kenobi. Ich vermute, und das wäre mega geil, wenn es das ist oder das ist jetzt, dann nicht zwingend im April, dafür ist der Kalender zu voll, aber im Mai dann ein neues Legendary Event geben könnte, und zwar zum Episode 3 General Kenobi. Also sprich der im Ende von Episode 3 ins Exil geht und nicht den wir aus der Clone Wars Serie kennen. Das ist meine Vermutung, weil das würde mega passen wie Arsch auf Eimer. Wir haben General Grievous als seinen großen Gegenspieler und den dann in dem Moment quasi gefangen zu nehmen in einem heroischen, legendären Event, das wäre geil. Das wäre richtig cool. Und das würde dann wiederum vorbereitend sein für ein Heroes Fall Event für den Fallen Anakin Skywalker aka Darth Vader Episode 3 und wir leiten über zu einem Klonkriege bzw. Episode 3 Content mit einem Release von neuen Klonen und Schiffen, die ja dann auch irgendwann wahrscheinlich kommen werden, wenn dann die neue Clone Wars Serie online gehen sollte. Also das wäre so eine Road Ahead für mich persönlich. Aber ich persönlich, wirklich, ich denke, das ist wirklich, ich habe meinen Favorit, vielleicht seht ihr das ja anders. Ich denke, in Episode 3 Kenobi wäre durchaus realistisch, weil für irgendwas müssen diese Droiden jetzt definitiv da sein. Also wir haben jetzt den B1-Kampfdroiden und wir haben den Droidica, wenn die farmbar sind. Ich werde sie mir definitiv zulegen, zum einen, weil ich das Team eigentlich relativ gut und relativ stark finde in der richtigen Kombination und weil sie mit Sicherheit auch wieder für irgendeinen Legendary zu gebrauchen sein werden. Also wenn ihr jetzt eure Farmarbeit rund um Revan, Darth Revan, Jedi Training Ray und so weiter, wenn ihr da alle irgendwie damit dabei seid und ihr sagt, ah, ich möchte jetzt dann vielleicht auch mal den nächsten coolen Charakter haben, gleich beim ersten Mal. Ich würde sagen, farmt euch den B1-Kampfdruiden und farmt euch den Droidica und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich den B2 und den IG-100 glatt mit dazu und den Grievous auch. Also einmal die kompletten Separatisten-Druiden-Armee einmal komplett, zack, hier in einem Bundle. Und ab Mai werden wir schlauer sein und ich denke, irgendwas in die Richtung wird kommen. Mai, spätestens Juni, also wenn es farmbar ist, farmt es. Und bereitet euch drauf vor, weil ich gehe 100% davon aus, dass diese Charaktere für irgendwas mit Sicherheit eine Voraussetzung sein werden. Ob es dann tatsächlich der Episode 3 Kenobi sein wird oder ob es was anderes ist, das weiß man nicht. Da könnt ihr gerne mit mir drüber reden und drüber spekulieren. Schreibt es unten in die Kommentare, was ihr denkt. Ist es vielleicht ein Episode 3 Kenobi oder ist es ein Anakin Skywalker in der frühen Darth Vader Version? Oder kriegen wir eine Padme Amidala oder bekommen wir noch einen Klonkriege-Yoda mehr dazu? Oder bekommen wir irgendwas anderes, was dazu tun hat? Bekommen wir vielleicht neue Droiden, neue Kampfschiffe und, und? Schreibt es unten rein.
Ich bin gespannt, was ihr davon denkt und was ihr dazu zu sagen habt, und ich diskutiere da gerne mit euch. Und ansonsten soll es das an dieser Stelle tatsächlich für dieses Mal gewesen sein. Ich hoffe, die Informationen waren jetzt für euch interessant und spannend und hilfreich, und ihr spekuliert gerne mit mir. Und deswegen lasst doch ein paar Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, vergesst nicht hier, bling blang, macht die Glocke an, um rauszukriegen, was da so hier auf dem Kanal so los ist. Und ansonsten sage ich einfach, stay tuned, bis zum nächsten Mal. Ciao.